Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch das Tribal Fischgrätenarmband. Das sieht so aus hier. Das wird genauso wie beim Fischgräten nur über zwei Stäbchen gemacht, über zwei Pins. Hat aber drei verschiedene Loom-Varianten, die man benutzen muss. Dafür brauchen wir unseren Loom, unseren Hook, Gummibänder und ein Clip. Ich habe mir jetzt die Farben Türkis, Lila und Blau ausgesucht. Wir benutzen nur die ersten beiden Pins hier vorne, den ersten linken und den ersten in der Mitte. Wir fangen an mit einem Gummi. Das legen wir mit einer 8 über beide Pins. Dann kommt noch ein Gummi oben rüber. Und noch ein Gummi dazu. Vorher ein bisschen runterschieben. Und noch eins. Also das erste als 8. Die anderen beiden normal rüber, so dass wir dann drei Gummis auf den Pins haben. Das erste Gummi, also das von ganz unten, legen wir einfach oben rüber. Das ist nachher auch unsere Schlaufe für den Clip. So, jetzt haben wir hier noch zwei. Jetzt müssen wir wieder eins nachlegen. Immer drei Gummis müssen drauf sein, bevor wir den nächsten Schritt machen. So, der erste Schritt war einfach oben rüber. Der zweite Schritt ist, dass wir das zweite Gummi einfach oben rüber legen, auf beiden Seiten. So, jetzt legen wir wieder eins nach. So, der dritte Schritt ist, dass wir am zweiten Gummi vorbeigehen und das untere einfach oben rüber legen. Also am zweiten vorbei und das untere oben rüber. So, also drei Schritte. Einfach oben rüber, das zweite Gummiband einfach oben rüber und dann das letzte von unten durch den zweiten holen. Also einfach oben rüber, ein Gummi nachlegen, dann das zweite Gummi oben rüber legen. Und der dritte Schritt ist, dass wir am zweiten vorbeigehen und das untere Gummi einfach oben rüberlegen. So, so sieht das aus. Jetzt kommt hier unten auch so langsam schon unser Armband zum Vorschein. Das müssen wir jetzt so lange machen, bis das um unser Handgelenk passt. Immer die Reihenfolge beachten, einem von ganz unten rüber, zweites Mal das zweite Gummi oben rüber und beim dritten Mal holen wir das letzte Gummi durch das zweite Gummi. So, also los geht's. So, ich bin jetzt schon ein ganzes Ende weiter, wie man hier sieht. Das langt jetzt auch gleich, ich kann mal probieren. Ja, das langt schon. Ich habe jetzt noch drei Gummis drauf. Das machen wir jetzt schnell nochmal zu Ende. So. So, jetzt können wir noch zusammen den Schluss machen. Wir haben jetzt auf beiden Stiften zwei Gummis. Ich habe jetzt hier das Türkise und das Lilane. Wir legen jetzt, beziehungsweise ihr habt das wahrscheinlich andere Farben. Wir legen jetzt die unteren Gummis einfach oben rüber, sodass wir nur noch ein Gummi auf dem Stift haben. Das ist jetzt hier bei mir das Lilane. Jetzt nehmen wir die beiden Schlaufen auf den Hook, packen den Rahmen weg, nehmen uns einen Clip und fädeln den da ein. Auf beiden Seiten. Heute ist das irgendwie nicht so leicht. So, nur aber. Jetzt habe ich hier meinen Clip drin und jetzt haben wir hier hinten noch die Schlaufe von unserer 8 am Anfang. Da kommt das andere Ende vom Clip rein dran. So, jetzt ist es fertig. So, und so sieht das jetzt fertig aus, das Tribal Fischgräten. Also wie ihr seht, das Grundmodell vom Fischgräten hat ganz, ganz viele Varianten. Ist eigentlich relativ schnell und einfach gemacht. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und denkt dran, Fotos schicken. Tschüss!